14. Mai 1916. Freddy wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorf Quartier bezog. Das Dorf hieß Vauquois. Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen. SOS. Und wir sind zurück bei Emil. Bei den Franzosen, der Minenkrieg. Das Kreuz im Hintergrund legt sich krass aus. Und das Dorf da hinten, ob da überhaupt noch jemand lebt. Ich frage mich überhaupt, wie die ganzen Städteruinen wohl ausgesehen haben. Jetzt nicht auf Fotos, sondern wenn man wirklich mal die Chance hätte, da durchzuwandern. Wie surreal das wohl gewirkt haben muss. 14. Mai 1916. Vauquois, Frankreich. Da dürfen wir nicht rein. Vauquois oder der Minenkrieg. Im Westen von Verdun bei Vauquois wurde der Krieg auch unterirdisch fortgeführt. Die beiden Lager gruben Stollen unter dem Berg, die sie mit Sprengstoff füllten, um die Gänge des Gegners zum Einsturz zu bringen. Dank Presslufthammer und Belüftungssystemen konnten die Stollen immer tiefer in die Erde vorgetrieben werden. Insgesamt wurden 500 Tonnen TNT unter diesem Hügel gezündet, die sein Erscheinungsbild nachhaltig verändert haben. Das Dorf Vauquois wurde völlig dem Erdboden gleichgemacht und die Bewohner mussten wegen der verbliebenen Munitionsreste nach dem Krieg ein neues Dorf an anderer Stelle errichten. Und stell dir mal vor, du hast so gewohnt, wie das auf dem Bild da ist. Du hast da unten ja gelebt förmlich. Verkrochen in so enge Erdstollen. So, mitgraben dürfen wir nicht. Wir haben auch keine Schaufel mehr, wie ich sehe. Ach doch, haben wir. Entschuldigung. Ich dachte schon. Und wir müssen verschollene Minenarbeiter finden, wie es aussieht. Lebt er denn noch? So ein lieber Hund. Was der schon alles mitgemacht hat. Okay. Da geht's nicht weiter, dafür nach unten. Camouflage! Okay. Wir brauchen... Hier kommen wir nicht durch. Ist es... Ja. Sicher ist es nicht, hier durchzukommen. Oh Mann. Oh oh. Die Leiter da oben kommen wir nicht hoch, aber... Wir können den Hund nach oben schicken. Die Frage ist nur, was kann er uns da helfen? Was ist das? Aha. Abhörgerät. Diese Abhörgeräte, die an große Stethoskope erinnern, wurden benutzt, um die gegnerischen Tunnel und Sappen auszukundschaften. Sappen waren Gräben, die sich den gegnerischen Tunnel annäherten, um sie zu unterminieren und einstürzen zu lassen. Unfassbar. Da komme ich eh nicht lang. Wo ist denn der Hund hin? Der Hund ist weg. Nein, der Hund ist weg. Wie komme ich denn da oben jetzt hin? Der ist gerade auf eine Mine getreten. Vielleicht kommen wir da oben irgendwie hin.
Da ist der Hund wieder. Kommen wir hier nach oben und links? Geht das? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Mist. Dann frage ich mich gerade, was wir hier machen sollen. Wir haben Dynamit gekriegt, da oben war auch eine Flamme. Aber ich kam ja über die Leiter nicht nach oben. Deswegen bin ich da ein bisschen ratlos. Und werfen können wir da auch nicht, ne? Nee. Ich kann den Hund da jetzt auch nicht hinschicken. Wir müssen das Ding irgendwie zum Einsturz bringen. Ich glaube, da versteckt sich der Hund irgendwie nur drin. Das hilft genau gar nicht. Ach, wir können vielleicht doch... Ach, guck mal, wir können da durchwerfen, ne? Ich dachte, da wäre Boden, aber... offenbar nicht. Ich dachte schon. Das schon, das hat ja geholfen. So, jetzt hier drauf, jetzt zur Leiter. Bevor wir da rein nach links gehen, da hinten rein. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Was für ein Wahnsinn, hier unter der Erde so zu buddeln. Ach, da ist der Hund. Es sieht ein bisschen... Tja, also gesund ist das nicht zwingend. Ich komme ja... Doch, jetzt komme ich wieder raus. Eben gerade kam ich nicht wieder raus. Aber reinlegen kann man da auch nichts, ne? Außer vielleicht so. Ich mach das mal von der Seite, dann geht das da hinten gegen Bande. So. Na, so ein liebes Hundi. Okay, das würde helfen, wenn die Flamme nach oben ginge. Was sie aber nicht tut. Dann können wir das Ding jetzt zumindest hier zünden. Da kommt er natürlich nicht durch. Und da müssen wir erstmal graben. Da müssen wir erstmal hinkommen, um zu graben. Kann der Hund die Erde weggraben? Ich weiß es nicht. So, du gehst mal da rein. Schlechte Idee. Ich kann hier auch gar nicht graben. Wie kann ich denn den Hund die Erde graben lassen? Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Huch. So, da oben kann man lang graben. Das ist natürlich sehr schön, das bringt uns aber nichts. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Der Hund selber kann nicht graben. Ich bin natürlich auch doof. Wir können natürlich einfach so machen. Tschüss, Hund.
Nein, das ist gemein. Hey, Walt. So. Hätte man sich ja gleich denken können. Dann machen wir mal das hier hin. Schnell! Ja! Wunderbar. Den haben wir somit auch gerettet. Da unten humpelt er noch. Und wir schauen mal, ob wir da jetzt das Ding mitnehmen können. Und das können wir auch. Also ich muss übrigens mal ganz kurz zugeben, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass das Spiel auch so, dass das Spiel so lang geht überhaupt. Ich dachte, das wäre viel kürzer. Wir sind ja richtig, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir hier schon sind, alter Schwede. Da muss man doch mal ganz großen Respekt ausdrücken. So, der Hund kommt auch. Der ist nicht doof. So, mein Freund. Ich würde sagen, wir knipsen das hier mal dran und dann auf gut Glück. Bäm! Boah, die Armen. Und es hört einfach nicht auf. Na komm, was hast du denn? Nachrichten aus dem Hauptquartier. Das Hauptquartier produzierte täglich Nachrichten, um die Presse und die Soldaten auf dem Laufenden zu halten. Diese Nachrichten wurden schnell ein Propagandawerkzeug für die Generäle, die kontrolliert Informationen an die Truppen wie auch an die Zivilbevölkerung streuten. So, da geht's nicht durch und da ruft noch jemand um Hilfe. Autsch. Halt, da ist noch was. Lutschtabletten. Eine Schachtel mit Lutschtabletten. Bei Soldaten, die dem Gas ausgesetzt waren, entwickelten sich sehr empfindliche Atemwege und sie lutschten Tabletten, um den Schmerz zu lindern. Pastillen. Wo haben sie denn her, diese Pastillen? Warum erstickt der Mann aber der Vogel nicht? Normalerweise wurden diese Vögel eingesetzt in Minen damals von Minenarbeitern, um Gasaufkommen rauszufinden. Oder wenn irgendwo plötzlich Gase waren oder es an Sauerstoff mangelte, dann sind die Vögel natürlich zuerst gestorben, weil die kleine Kreaturen waren. Und die Bergarbeiter waren dann quasi gewarnt, dass irgendwas dort giftig war. Ach du Heilige. Der Graben da hinten alleine schon. Das ist doch ein Deutscher. Boah, wie es da aussieht einfach. Na, mein Freund, dann lass mal nicht mal runter. Ein Deutscher und ein Franzose. Arbeiten zusammen, um den Grauen der Tiefe zu entkommen. Aber die Frage ist, laufen wir jetzt nicht in die deutsche Gefangenschaft hinein? So sehr wir ihm auch geholfen haben. Egal, wir müssen ihm vertrauen, wir sollten ihm vertrauen. Und inmitten des Krieges. Sonst hätten wir ihn gar nicht erst retten brauchen. Das
Dann lass uns mal entkommen, mein neuer Freund. Ich habe trotzdem Angst, dass wir hier bei den Deutschen... Ah. Merci, mon ami. Adieu. Hey, stimmt das? Du da, was? Jetzt darf ich mehr sehen. Schwein gehabt. Und da hat sich wohl inmitten des Krieges eine heimliche Freundschaft unter Feinden entwickelt, die vielleicht eigentlich gar nicht alle Feinde sind, sondern nur Opfer der Umstände auf allen Seiten. Wir sollen irgendeinen Minenkarren... Och Gott, das Wetter. Wenigstens haben die Brände im Hintergrund aufgehört. Hier ist der Minenkarren. Und wie immer brauchen wir irgendein Werkzeug, was wir nicht haben. Hund, was los? Ja, ja, ich weiß, dass wir da hin müssen. Aber ich brauche erstmal ein Werkzeug. Los, spring darüber. Nicht? Na gut. Da oben ist doch das Werkzeug. Das sind doch die Deutschen. Oh Mann, da drehst du ja auch durch. Und eigentlich müssten die... Da müssten doch zig Tunnel ständig einstürzen. Kann ich die Flasche gegen den Hebel werfen? Oh. Offenbar schon. Ach so, warte. Da geht's noch weiter. Und die Deutschen haben da unten tatsächlich schon mit Stein ausgekleidet. Das glaubt man ja gar nicht. Wo ist denn das Hundi? Hundebärt! Hundebärt? Komm her. Du musst doch mal was für mich erledigen. Ich glaube, da oben ver... Genau, dann müsst ihr dann da rauskommen. So, da schöpft ja niemand Verdacht, oder? So ein lieber Hund, dass sich da niemand wundert. Klauen war einfach heimlich bei den Deutschen. So ein Lieber bist du. So ein Lieber. Ja. Oh. Ohne den Hund sind wir mal ganz ehrlich. Der Hund ist hier einfach die zentrale Figur. Na gut. Ohne den wären wir komplett aufgeschmissen. Aber komplett und sowas von. Gott sei Dank gibt's den hier. So, dann wollen wir mal gucken. Ach so. Oh, was haben wir denn da hinten noch? Grabenlaterne. Eine Laterne, die man klein falten und in einem flachen Rucksack verstauen konnte. Soldaten konnten im Inneren eine Kerze platzieren, um sie vor dem Wind zu schützen. Aber ist so eine Kerze nicht super auffällig? Dann weiß man auch sofort, wo Leute sind. Es sei natürlich, man bleibt im Graben, versteckt sich da. So. Dann ziehen wir den Karren mal aus dem Dreck und ich frage mich, was da wohl drin ist, was da wohl unter dem Laken ist. Ich sehe hier über die Leitung, die Oberleitung, die sehe ich hier überall. Und den Sprengstoff sehe ich hier auch überall. Ich vermute, es wird nichts Gesundes sein, wenn ich das so sehe da oben.
Merci, Gefreude. Hey, Brody. Macaron für Bouillard. Vieux Brody, on a bouillon. Ready? Hier kommt. Zu dein Kamerad. Ich wusste es. Die französischen Offiziere rühmten sich der schweren Verluste, die sie dem Feind beigebracht hatten. Verbittert lehnte Emile es ab, für etwas ausgezeichnet zu werden, das er als feigen Akt betrachtete. Annas Vater, den Klauen des Barons von Dorf entrissen zu haben, erfüllte ihn und Freddy jedoch mit Stolz, konnten seine Forschungen doch fortan nicht mehr für die Produktion von Kriegswaffen genutzt werden. Da freudige Augenblicke in diesen Zeiten rar waren, wollten sie diesen möglichst auskosten. Doch die Nachrichten, die Anna brachte, waren alles andere als gut. Karl war bei seiner Flucht aus dem Gefangenenlager getötet worden. Auf die Nachricht von Karls Tod erkrankte Emil schwer.